Willkommen zu den News in Neuhatten, April 2024. Willkommen auf Womoblog. Wahrscheinlich schaut heute gar keiner zu, weil ja alle unterwegs sind. Es ist Frühling. Überall wird es grün und wärmer und die Sehnsucht, raus ins Freie zu kommen, ist riesengroß. Und sei es nur ein paar Kilometer. Man braucht ja eigentlich gar nicht mal weit weg und schon fühlt es sich an wie Urlaub. So ist das, wenn man Wohnmobil fährt. Wir haben immer, aber auch wirklich immer die E-Bikes dabei und darum geht es auch bei unserem ersten Thema, den Alco Drigo Van. Alpaka hatten wir letzten Monat, jetzt habt ihr uns geschrieben, dass es auch das Alpaka Buch gibt. Wer nicht so viel Platz hat, der braucht ein Klapp E-Bike als E-Bike und dazu günstig haben wir heute für euch. Fenstersicherung. Wie ihr verhindern könnt, dass eure Fenster aufgehebelt werden. Für die Heckgarage oder auch zu Hause gibt es eine Halterung fürs E-Bike-Ladegerät. Vasco da Gama hat zum Jubiläum eine 25% Rabattaktion. Ihr könnt kräftig sparen. Eine tolle Halterung für den Tisch oder das Regal aus wertigem Holz. Smartes Wohnmobil. Macht doch euren Van oder Camper zum Smart Home. Eine ausführliche Anleitung zum Umbau einer Tedford zur Trenntoilette. USA, Biken für Camper, Norwegen, Frankreich und Wales stelle ich euch vor. Es geht um Parkärger, GFK-Reparatur, 18 Zoll Reifen und den 4,25 Tonnen Führerscheinmist, den gerade jeder erzielt. Übrigens, letzte Chance mit unserem Rabattcode WOMOBLOG bei diesen Schuhen, also für die Hubstützen, diesen Snap-Pads, 30 Euro zu sparen. Link findet ihr auf womo.blog. Geht nur noch bis 31.03.2024, also ranhalten und vielleicht erzählt ihr mal, wie eure Erfahrungen dann sind. Natürlich will ich wieder Kommentare von euch lesen und nein, ich lösche keine Kommentare, außer sie sind voll Hass oder zielen nur darauf ab, uns schlecht zu machen oder andere in Misskredit zu bringen. Das braucht kein Mensch und das erspare ich euch und uns dann lieber. Abgesehen davon löscht eher YouTube von sich aus. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Habt ihr selbst etwas erfunden, vertreibt ein Produkt oder möchtet gerne etwas allen anderen hier zeigen, das ihr besonders gut und gelungen findet, ja dann schreibt uns eine Mail an womo.blog. Vorhang auf! Heute will ich euch mal einen richtig guten und ausgereiften Heckträger zeigen. Savico Drigo Van. Ihr seid Kastenwagenfahrer und nehmt gerne eure Fahrräder mit oder die Ski, eine Alukiste oder was auch immer. Dann hat Savico den perfekten Fahrradträger für euch. Savico ist eine Marke von Alco. Kennt ihr sicherlich. Nicht nur, dass er gut aussieht mit seinen fetten Rohren, er wiegt auch wenig und das ist bei uns allen doch ein ganz großes Thema. Dazu kann er 80 Kilo Zuladung transportieren und echt genial, lässt sich einfach wegklappen, um die Türen zu öffnen und das auch im beladenen Zustand. Man muss keine Fahrräder abladen, um die Türen zu öffnen. Das finde ich ganz wichtig. Ich hatte früher einen, da mussten immer erst die Fahrräder runter, bevor die Tür aufging. Und noch besser, die Montage ist denkbar einfach und im Gebrauch genial einfach und durchdacht und sicher. Gesehen habe ich das gute Stück auf einem Parkplatz in der Pfalz und kam mit dem Besitzer ins Gespräch. Ist hier immer so eine Frage, warum hast du den und nicht den von woanders verbaut? Oft sind die Teile schon am Kastenwagen beim Kauf drauf, aber hier hat der gute Mann sich viele Modelle vorher angeschaut und ist dann beim Savico Drigo Van hängen geblieben. Da ich das Teil überhaupt nicht kannte, hat der Alex mir es dann vorgeführt und ich habe mich anschließend zu Hause schlau gemacht und heute erzähle ich euch davon. So läuft es bei uns. Danke Alex fürs Zeigen. Leider hatte ich damals keine Kamera dabei, wir waren zum Klettern und nicht gerade zum Campen dort. Daher gibt es die Bewegtbilder aus der Retorte. Den Drigo Van gibt es ab 1890 Euro, wiegt 50 Kilo, kann dann 80 Kilo Gewicht schleppen. Passt dann Fiat, Peugeot und Citroën. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass er nicht nur wertig aussieht, sondern es auch ist. Stabile Rohre, massive Aufhängung. Kein Spielzeug, angebracht an die rechte Hecktüre, sowohl oben wie auch unten an den vorhandenen Scharnieren. Sitzt das Teil dann richtig fest. Immer rechts, damit er abgeklappt auf der vom Verkehr abgewandten Seite hängt.
kann ja bei einer Panne wichtig werden. Noch dazu ist der Träger fest mit den Scharnieren der Tür verbunden und belastet somit auch nicht die Tür. Und da der eigentliche Fahrradträger weit unten sitzt, braucht man die Räder auch nicht großartig hochheben. Gerade im Alter wichtig. Gibt aber sogar eine Auffahrhilfe von der Seite. Dann muss man gar nicht mehr heben. Der Clou ist natürlich die seitliche Klappfunktion. An der linken Seite mit den Sicherheitsbolzen entriegeln und schon lässt sich die Tür seitlich weit zur Seite schwenken. Beim Zuklappen rastet die Querstange wieder automatisch im Gelenk ein. Einfacher geht's nicht und abschließbar ist die Sicherung auch noch, so lässt sich der Träger sichern und die Hecktüre ist zusätzlich auch nochmal gegen Einbruch gesichert. Mit den üblichen Ratschenverschlüssen und Querstangen lassen sich die Räder dann einfach und sicher befestigen. Wird der Träger nicht gebraucht, kann man durch einen weiteren Klappmechanismus den Fahrradteil einfach nach oben klappen und arretieren. Das macht die Sache dann wieder alltagstauglich. Der Träger trägt dann nur ca. ich schätze mal 40 cm auf. Und wenn man die unterste Schiene hochschiebt, kann man sogar eine vorhandene Anhängerkupplung nutzen, ohne den Träger abbauen zu müssen. Auch daran haben die Entwickler gedacht. Drigoven von Alco Savico. Drigoven verlinke ich euch. Alpaka. Alpaka Camping hatte ich euch beim letzten Mal vorgestellt und anschließend habt ihr mir geschrieben und erzählt, dass es neben der App auch ein Buch gibt. Stimmt. Habe ich jetzt auch und habe euch einen Rabatt von 10 Euro ausgehandelt. Aber dazu kommen wir gleich. Was ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe, warum nimmt man ein Buch, wenn man eine App hat? Aber, so haben mir etliche von euch klargemacht, so ein Buch lässt sich verschenken, egal ob an Weihnachten oder Ostern und ist eine schöne Erinnerung, ist aber auch ein Hingucker zum darin schmökern und schöne Plätze finden. Und fast noch wichtiger, liegt es im Handschuhfach, kommt man immer wieder auf die Idee bei Alpaka Camping den nächsten Platz in der App zu suchen. So wie Nadja gerne eine echte Landkarte dabei hat oder einen echten Reiseführer, habt ihr gerne das Buch dabei. Akzeptiert. Ihr braucht das Buch nicht, um bei Alpaka Camping die Stellplätze anzufahren. Das geht auch ganz ohne Buch, nur mit der App. Was findet ihr im Buch? Tolle Plätze. 150 handverlesene Plätze werden hier vorgestellt. Eigentlich lauter Traumplätze mit 5-Sterne-Bewertung. Auch den Platz von Silke Negle, den ich euch beim letzten Mal gezeigt hatte, ist in diesem Buch vorhanden. Toller Platz, tolle Gastgeberin. Leider hatte ich beim letzten Mal den Link vergessen. Das hole ich heute nach, aber bitte bucht jetzt nicht alle den Weinbergstellplatz mit Weitblick ins Frankenland, sonst finden wir dort keinen freien Platz mehr. Das Buch ist ein Appetizer, der Lust aufs Losfahren macht und nicht nur in der Ferne, sondern manchmal auch ganz nah. Auch wir haben wieder was im 50 Kilometer Umkreis entdeckt, hatten wir nicht erwartet, werden wir jetzt an Ostern mal ausprobieren. Alpaka Camping, das Buch, 150 Stellplatztipps, könnt ihr direkt bei Alpaka Camping bestellen, kostet normalerweise 34,90 Euro. Ich konnte euch einen Rabatt von 10 Euro aushandeln, so kostet euch das Buch mit dem Rabattcode WOMOBLOCK nur noch 24,90. Das Buch, das ich hier habe, ist für Wohnmobile und Vans. Und seit letzter Woche gibt es ganz neu auch noch ein extra Wohnwagenbuch. Alle Plätze im neuen Buch sind dann für Wohnwagen geeignet. Verlinke ich euch und nicht vergessen, bei der Bestellung den Rabattcode eingeben. Fahrradfahren im Urlaub. Manche von euch haben Rennrad, Mountainbike, E-Bike dabei. Manche sogar alles zusammen. Und manche haben gar keins dabei, da die Heckgarage schon voll ist und Fahrräder zu groß und zu sperrig sind, ja, und viel wiegen. Jetzt suche ich seit Jahren ein bezahlbares Klapprad als E-Bike. Ich war bislang nicht bereit, 2.500 Euro oder 3.000 Euro für ein Klapprad auszugeben, das ich vordringlich beim Städtetrip oder auf der Messe benutzen werde. Die China-Räderhersteller, die ich bislang vorgestellt habe, hatten meist keine Klappräder und wenn, dann waren sie zu groß. Jetzt habe ich bei Engwe eins gefunden, das nur 1049 Euro kostet, 20 Zoll Reifen hat, gerade mal so viel wiegt wie ein voller Wasserkasten und sich klein zusammenfalten lässt. Und in den nächsten Wochen soll es zum 10-jährigen Firmenjubiläum sogar noch Rabatte bis 250 Euro geben. Da musste ich mir das einfach mal kommen lassen. Und da ist es nun. Engwe oder vielleicht Engwi, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt wirklich ausspricht.
Es war mal eine Studentengruppe, die sich zusammentat, um Fahrräder zu entwickeln. Und das haben sie ziemlich gut gemacht. Bislang eher für Amerika und Asien, jetzt auch in Deutschland. Das Fahrrad, auf dem ich jetzt hier fahre, ist das P20 für den deutschen Markt extra entwickelt. 25 km/h schnell. Der E-Bike-Akku soll maximal 100 Kilometer schaffen. Man darf so 120 Kilo wiegen, ist für Leute zwischen 150 und 190 Zentimeter geeignet, also für die allermeisten. Erstaunlicherweise fühlte sich während der Fahrt gar nicht so anders an wie große Fahrräder. Mein Freund Ralf meinte, als ich aufstieg, sieht gargelig aus, also auf Hochdeutsch wackelig. Als er dann selber fuhr, merkte er, dem ist gar nicht so. Es fühlt sich gar nicht anders als ein großes Fahrrad. Okay, es ist ungefedert, weswegen Nadja meckerte, aber es fährt sich erstaunlich gut. So, jetzt halte ich mal an. Es gibt keine Gangschaltung. Noch dazu hat es einen wartungsfreien Zahnriemen und keine Kette. Man tritt also, bis es zu schnell wird, und mit der Unterstützung 1 bis 3 steuert man dann, ja, wie fest man treten muss. Das ist zu Anfang ein wenig ungewöhnlich. In der Spitze fährt das Rad dann bei mir so um die 21, 23 km/h, was ja völlig ausreicht, gerade in der Stadt. Okay, bei Überlandtouren würde ich gerne bergab schneller fahren. Das geht dann halt nicht oder nur, wenn man tritt wie ein Stier. Sehr cool ist die Beleuchtung. Vorne eine Lampe, die aber starr nach vorne zeigt, aber dank Weitwinkelbereich völlig okay. Und hinten hat es nicht nur Bremslichter und ein Rücklicht, nein, das Teil kommt auch mit Blinker. Echt cool. Ich bleibe aber trotzdem beim Handzeichen. Der erste Zusammenbau hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Das geht also wirklich einfach. Räder, Schutzblech anbauen, der Rest ist vormontiert. Akku laden und dann die Überraschung. Es startete mit dem Einschalter am Lenkrad nicht. Hat mir ziemlich Kopfzerbrechen bereitet, bis ich am nächsten Tag irgendwann entdeckte, dass es einen versteckten Schalter an der Batterie gibt. So einfach sind manchmal die Lösungen. Der Rest ist mehr oder minder selbsterklärend. Zusammenklappen ist einfach. Pedale anklappen, vergesse ich regelmäßig. Ständer hoch, dann den Hebel am Rahmen, die Sicherung ziehen und aufmachen. Jetzt das Vorderrad zum Hinterrad klappen. Da gibt es einen starken Magneten, der dann das Vorderrad am Hinterrad festhält. Lenkstange abklappen und Lenker einziehen. Sattel herunter, fertig. Nun kann man das Fahrrad gut überall hinziehen oder schieben. Ich weiß, es gibt ja immer den Kritikpunkt, kommt aus Asien. Wer weiß, wie das dann mit der Garantie und der Reparatur aussieht. Engwe hat einige Händler und Werkstätten in Deutschland und es kommen stetig neue dazu. Wenn also etwas sein sollte, erst den Vertrieb online kontaktieren und die entscheiden, ob und zu wem es geschickt werden soll. Die Garantie ist ein Jahr, also habe ich gleich mal nach der deutschen 2 Jahre Gewährleistung gefragt. Außerdem kann man das Rad binnen der ersten 4 Wochen zurücksenden. Aufgepasst, es darf dann nicht mehr als 10 Kilometer gefahren sein. Insofern finde ich das alles recht fair. Mein Fazit? Äußerst praktisch, denn es passt in jeden Kofferraum. In die S-Bahn mitnehmen, im Büro in die Ecke stellen und dann klar zusammengeklappt in den Unterboden im Wohnmobil und das Bett im Kastenwagen in den Mikrocamper auf den Vordersitz. Engwe P20 E-Bike-Klapprad kostet online 1049 Euro, verlinke ich euch. Diebstahl und Einbruch, das ist wohl eins der fiesesten Themen beim Camping. Unsere Wellblechdosen halten bekanntlich keinen brutalen Angriff stand. Im Zweifel kommt der Einbrecher immer rein. Mit großer Gewalt, Hammer oder Brechstange. Aber das ist laut und das wollen die Einbrecher nicht. Still und heimlich. Und schnell und einfach. Alles, was länger dauert, ist ein Hemmnis. Also ist unser Ziel, es den Bösewichtern schwer zu machen, damit sie aufgeben. Die Kriminalstatistik sagt, eine maximal 2 Minuten wird der Einbruch versucht, dann lassen Sie es sein. Brickstop, Türensicherung, das kennt ihr und haben auch viele von euch, aber die Fenster unserer Camper, egal ob Wohnwagen, Wohnmobil oder Kastenwagen, lassen sich in den allermeisten Fällen mit einem flachen Schraubenzieher ganz leicht aufdrücken. Und das zu verhindern, da haben sich Tüftler so etwas ausgedacht und es entwickelt. Das sind die unterschiedlichen Systeme, die auf die Hebel im Fenster gesteckt werden. Sie verhindern, dass man die Hebel von außen aufdrücken kann. Das Prinzip ist klar. Die Idee ist einfach und simpel.
die Umsetzung dafür umso schwieriger. Da die Werbung in vielen Gruppen und Apps gut läuft, habe ich mir für unsere Fenster einmal dieses Teil aus Kunststoff gekauft. Gibt es in ähnlicher Form von verschiedenen Anbietern, kostet um die 5 bis 8 Euro. Ja, und dann eins von Camping Wagner aus Metall, kostet 21 Euro. Aufgepasst! Ihr müsst darauf achten, welches Fenster ihr habt. Das steht auch in der Anleitung beim Bestellvorgang und natürlich, ob der Griff nach rechts oder links zeigt. Bei mir passt das dann trotzdem nicht. Zum einen gibt es Griffe mit dicken und dünnen Knöpfen, die müssen dann hier durchpassen. Dieser Knopf steckt dann in der Öffnung, passt aber nicht. Und sogar wenn er gepasst hätte, wäre der Abstand zum Fensterrahmen bei mir zu groß, um das Aufhebeln zu verhindern. Also das Metallteil gibt ein gutes Gefühl, bringt zumindest bei uns gar nichts. Vielleicht habt ihr mehr Glück, kommt sicher auf die Einbausituation und den Hebel an. Aber wir haben ja noch ein Teil. Das hier ist aus dem 3D-Drucker, ist komplett aus Kunststoff, ja, von der Idee her gut. Leider steckt die Tücke im Detail. Der Griff eures Fensterhebers wird hier neben an der Seite reingesteckt, also hier so von der Seite, und das lange Verende verhindert dann das Aufhebeln. Also mal ausprobiert und mit ein wenig Gewalt gegen den Fenstergriff passierte sofort das hier. Auf der Unterseite brach ein Stück heraus. Da in Schichten gedruckt, ist das quasi eine Sollbruchstelle. Nette Idee, aber es ist es leider noch nicht. Bin also weiter auf der Suche. Wenn ihr Ideen habt, die funktionieren, dann immer her damit. Verlinke euch trotzdem beide Produkte auf Womoblog. Wo wir heute beim Thema E-Bike sind, habe ich noch einen Tipp für euch. Bei uns fliegen die Ladegeräte immer irgendwo im großen Staufach umher. Das ist bei euch wahrscheinlich die Heckgarage. Klar, die Akkus sind schwer, die liegen immer auf dem Boden in der Ecke. Aber die Ladegeräte stören eigentlich immer. Entweder sind sie in einer Kiste, ja, laden wir während der Fahrt, sind sie zwar am Wechselrichter angeschlossen, aber rutschen dann irgendwo hin und her. Im Alltag nerven die Kabel. Jetzt hat Thomas Dürbeck seine Ladegeräthalterungen mir zugeschickt und die sind echt klasse. Gut verarbeitet, ganz exakt passend für die unterschiedlichsten Ladegeräte und Hersteller. Bei uns ist es ein Bosch, das gibt es als Halterung für 4 Ampere und für 2 Ampere. Für Specialized, für Yamaha, für Rotwild Highbike oder Giant gibt es wieder ganz andere. Die Halterungen passen natürlich nicht nur ins Wohnmobil, in die Werkstatt, in die Garage, in den Keller. Überall sorgen sie für Ordnung. Bei uns sind sie nun unter der Sitzbank verbaut, ordentlich die Kabel verlegt. Die kann man dann hier so einhängen. Klick. Und immer einsatzbereit. Kosten so um die 15 bis 25 Euro. Gibt es bei ebike12.de oder Amazon. Verlinke ich euch jetzt auf Womoblog. 25% Rabatt bekommt ihr jetzt mit dem Rabattcode WOMO.blog bei Vasco da Gama. Vasco da Gama hat 25-jähriges Firmenjubiläum und mit dem Gutscheincode WOMOBLOG bekommt ihr noch bis 30.04.2024 25%. Mit der prämierten Software könnt ihr Animationen eurer Reise erstellen, Landkarten zum Leben erwecken oder abenteuerliche Wohnmobil-, Flug- und Schiffsreisen animieren. Es gibt ja nichts Traurigeres wie die Google Maps Karte mit einem Punkt drauf, um zu zeigen, wo man im Urlaub war. Vermeintliche Profis nehmen noch immer eine Landkarte und schieben Spielzeugautos drüber. Dabei geht das heute doch viel besser und so, dass die Leute dranbleiben und wissen wollen, wohin die Reise geht. Und wie das aussehen kann, zeige ich euch jetzt. Nicht nur fürs Wohnmobil, für Schiffstour. Mit dem Flieger. Wandern. Biken. Für den Vor- und Abspann. Wie wär's mit einem Zoom aus dem Weltall bis nach Buxtehude? Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch einfach erstellt. Noch einfacher, wenn ihr ein GPS auf der Reise mitlaufen lasst, aber auch nicht schwer, wenn man die Orte per Hand erfasst. Habe ich euch vor ein paar Wochen mal gezeigt. Mit wenigen Klicks bekommt man da schon ein ansprechendes Ergebnis. Wer sich mehr Mühe macht,
kann ein echtes Urlaubshighlight mit der Software erzeugen. Einfach mal ausprobieren, es gibt eine Testversion. 25% Rabatt mit dem Rabattcode WOMOBLOG ist euch auf jeden Fall schon mal sicher. Am besten gleich einlösen. Alle Links zu Motion Studio und Vasco da Gama findet ihr jetzt auf WOMOBLOG. Urlaub in Schweden. Wir waren gut und gerne schon 10-mal in Schweden und haben gerade für Marc Dobschal von der Camper Klinik unsere Lieblingsplätze auf WOMOBLOG zusammengestellt. Verlinke ich euch nochmal. Und dazu passend habe ich aus dem Michael Müller Verlag gerade den Südschweden-Reiseführer bekommen. Was Sabine Gorsemann hier zusammengetragen hat, ist aller Ehren wert. Nicht explizit für Wohnmobile, dafür ein Wissensschatz mit Geschichte und Geschichten, Kunst, Sehenswürdigkeiten, unendlich vielen praktischen Tipps, Aktivitäten, Ausflügen, Museen und Wanderungen. Über 550 Seiten geballtes Wissen über Südschweden. Ja, mit Faltkarte, absolut lesenswert und perfekt für den nächsten Südschweden-Urlaub. Bekomme ja viele Mails, eine von Beat Pfister, der mich gefragt hat, ob ich etwas für die USA hätte. Und just 14 Tage später landet dieser USA-Reiseführer auf meinem Tisch. Südwesten und Yellowstone. Da leihen viele Deutsche ihre Camper und reisen in die Region. Gute Zusammenstellung, nette Bilder und viele Hinweise und Ausflüge. Durchaus auch mal, was man sein lassen kann. Und das ist ja ganz wichtig. Man kann einfach nicht alles sehen. USA aus dem WOMO Verlag. Viele Grüße an Beat. Du hast das Buch ja jetzt. In einer Woche geht die Verschiffung eures Wohnmobils los. Ich wünsche euch eine gute Reise und tolle Erlebnisse. Und ja, vielleicht schickst du einfach mal ein paar Bilder. Norwegen. Ja, auch da waren wir 4-5 Mal, ist aber schon eine Weile her. Mittlerweile soll es im Sommer ziemlich voll sein. Trotzdem eins der attraktivsten Reiseländer, auch wenn es teuer ist. Dieser Bildband aus dem Bruckmann Verlag ist ein echter Hingucker. Kein Kompendium, aber ein Appetitmacher sondergleichen. Mit vielen tollen Bildern. So kann man sich Anregungen und Ziele zusammenstellen und seine eigene Tour planen. Ihr merkt schon, ich drücke auf die Tube, ich mache heute mal ein bisschen schneller. Camp und Bike Deutschland aus dem Bruckmann Verlag. Das Buch hat Nadja extrem gut gefallen, da wir gerne mit Rädern unterwegs sind. Und wenn man dann ein paar gute Vorschläge hat, tut es sich noch besser. 100 Radtouren rund um die schönsten Camping- und Stellplätze. Ja, nun ist es eine Sache, Radtouren vorzuschlagen. Glücklicherweise kennen wir einen Platz der hier gezeigten und wissen daher, dass Thorsten Brönner hier eine richtig gute Tour vorschlägt. Die meisten Touren dauern so 2 bis 4 Stunden. 40, 50, aber auch mal 70 Kilometer habe ich gesehen. Da lobe ich mir mein E-Bike, sonst würde ich die nicht fahren. Verlinke ich euch. Ja, Languedoc und Roussillon habe ich hier, weil wir auch schon dort waren und Wales, weil wir da mit Sicherheit hinkommen. Languedoc ist eine Region im Süden Frankreich. Ihr kennt sicher dieses römische Aquädukt. Da war ich mal mit dem Kajak drunter durchgefahren. Herrlich. Sind dann über die Cevennen nach Albi und Narbonne und waren auch in Carcassonne. Einfach großartig und im Hochsommer war es nicht mal voll. Da sind alle an der Küste und im Hinterland ist einfach nichts los. Damals hatten wir schon diesen Reiseführer von Ralf Kreuz dabei. Nun ist der Band vollständig neu überarbeitet. Ja, und Wales, da müssen wir hin, da wir in Cornwall so nette Waliser kennengelernt haben. Eva und Steve haben uns eingeladen, sie zu besuchen und ihr Haus direkt an der Steilküste sah auf den Bildern einfach wunderschön aus. Und wenn Wales nur halb so schön ist wie auf den Bildern von Christian Winkler, wird es nicht allzu lange dauern, bis wir uns aufmachen. Dieses Jahr geht es erstmal ins Baltikum, nächstes Jahr mit Burgreisen ans Donaudelta in Rumänien, aber dann könnte Wales dran sein, ja, oder Irland oder wieder mal Schweden. Es gibt einfach viel zu viele schöne Länder. Anregungen habt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal genug. Aus der Campingwelt. Guter Slogan. Könnte ich eigentlich eine eigene Rubrik draus machen. Aus der Camperwelt. Fan P. Core. Karl Böttcher hat mir geschrieben, dass es seit letzter Woche Fan P. Core gibt. Ein System, das er entwickelt hat, mit dem man all die Geräte im Van oder Wohnmobil verbinden und fernsteuern kann. P. steht wahrscheinlich für diese Kleincomputer Raspberry Pi.
Fanpi Core ist das erste Gerät im Fanpi-Ökosystem, schreibt er, welches seine Firma nun fix und fertig zusammengebaut hat. Nur so viel. Schalten von 8 Verbrauchern, 8 digitale Eingänge für Schalter und D+, Lagesensor für einfache Nivellierung des Vans, Eingang für Temperatursensoren, RJ11-Port für die Truma-Steuerung, 4 Wassertanksensoren, Kommunikationsport für 12 und 24 Volt Systeme, Wi-Fi Access Point, 1 GB Ethernet, 2 GB RAM, 16 GB Storage, 4 x 1,6 GHz ARM CPU Raspberry. Wenn ihr das alles verstanden habt, seid ihr die richtige Kundentruppe. UVP 599 Euro, verfügbar ab Ende April, Vorbestellung seit letzter Woche möglich. Wie gesagt, wenn ihr das alles verstanden habt, dann seid ihr genau die richtige Zielgruppe. Ich musste mich gewaltig anstrengen, habe aber zumindest so viel Ahnung, dass ich weiß, dass man nicht erst alles in diesem kleinen Computer zusammenbauen und programmieren muss, sondern ein komplettes System bekommt, um dann alle seine Geräte zu vernetzen. Ja, das ist was für Nerds, aber ziemlich spannend, verlinke ich euch. Spannend ist es auch deswegen, da ich letztens gerade erfahren habe, dass die großen Hersteller und Zubehörproduzenten sich nun endlich auf einen offenen Standard geeinigt haben. Also es gibt schon länger, aber es hat keiner mitgemacht. Und das dann auch alle benutzen, um ihre Geräte in einem System steuern zu lassen. Also eine App, ein Display, das dann auch wirklich funktioniert. Aber bis das wohl wirklich spruchreif ist, ja, da werden wahrscheinlich wieder Jahre vergehen, behaupte ich. Und bis dahin wird es noch viele solche Bastelvarianten geben. Deichleben, Getränkehalter aus Holz. Getränke, Flaschen, Kaffeetasse, Stifte für die Kids oder Kleinteile, hier passt alles rein und bleibt dann während der Fahrt an Ort und Stelle. Angeschraubt am Tisch oder Regal, dazu gibt es diese Schraubzwingen, die in diese Vertiefungen hinten eingeführt werden können, damit sie nicht stören. Wir haben es an der Dinette, gibt es in 2 Farben. Akazie, also dunkel das hier, oder Kiefer hell. Das Schöne ist, dass es mal nicht aus Kunststoff ist. Passt so auch viel besser zu unserem Möbeldekor. Was soll ich noch erzählen? Funktioniert einfach und ist praktisch. Daniel Gräfer verkauft die Getränkehalter über Amazon. Den Link findet ihr jetzt auf womo.blog. Wie baut man aus einer vorhandenen Tetford eine Trenntoilette? Das hat Eberhard Bayer schon 2018 erklärt und wir auf Womoblog wollen ihn dafür einmal feiern. Nicht gleich abschalten, wenn es jetzt um Trenntoilette geht. Ich weiß, das ist kein Thema für jedermann, auch wenn viele meinen, eine haben zu müssen. Nein, nicht jeder braucht eine Trenntoilette. Wenn ihr immer oder oft auf Campingplätze oder Stellplätze mit Entsorgung geht, dann braucht ihr das nicht. Trenntoiletten sind uralt, bei den Römern gab es das schon, in vielen Dachas, Gartenhütten. Ja, da hatten die Leute schon Komposttoiletten. Und Eberhard Bayer hatte 2018 die Idee, seine vorhandene Toilette umzubauen. Und nachdem er das mit wenig Aufwand geschafft hat, veröffentlichte er im Wohnmobilforum seinen Umbaubericht. Wie gesagt, das war 2018. Den Bericht habe ich jetzt nochmal auf womo.blog mit seiner Erlaubnis veröffentlicht, weil es Leute gibt, die meinen, den Umbau einer normalen Toilette patentieren zu können. Ich glaube, das wird nichts, denn der Eberhard Bayer war der Erste und als die Idee mal in der Welt war, nahm der Siegeszug der Trenntoiletten in Form der normalen Campingtoiletten ihren Lauf. Danke, Eberhard, für deine Ideen und dass du uns allen an deiner Umbauanleitung unentgeltlich hast teilhaben lassen. Link findet ihr, naja, ihr wisst schon. Zwischendurch noch ein Thema, 18 Zoll Reifen. Ich habe zuletzt gerade einen Film über das Thema 18 Zoll Reifen gemacht, auch klar, die Frage, braucht man das oder braucht man das nicht? Wie fühlt sich das an? Auch diesen Film findet ihr jetzt auf Womoblog und den verlinke ich euch gerne nochmal. Parkärger. Habt ihr auch keinen festen Stellplatz für euren Van oder das Wohnmobil? Dann kennt ihr sicher den Ärger, den mancher Zeitgenosse dann so macht. Zettel ankleben, beschmieren, ja sogar beschädigen. Es wird immer mehr und schlimmer und natürlich liegt es daran, dass es zu viele Vans und Wohnmobile gibt, die irgendwo stehen müssen. Und ein Parkplatz für 50 oder 100 Euro im Monat ist den meisten einfach zu teuer. Da wird es auch weiterhin Probleme geben. Im Kastenwagenforum tauscht man sich darüber aus. Schaut doch mal rein, Link jetzt auf Womoblog.
Loch oder Riss im GFK? Mit dieser Anleitung kannst du es selber flicken. Im Reisemobiltreff fragt jemand, wie man seinen Schaden an der Schürze reparieren kann, und dann meldet sich irgendwann ein echter Experte, der detailliert jeden Handgriff erläutert. Klaus Schwendbauer arbeitet nicht nur mit der Technik, er teilt sein Wissen auch mit uns, und dafür schon mal vielen Dank. Da geht es um die Vorbereitung, Produktmerkmale und Hinweise und ganz viele Tipps für die Do-It-Yourself-Begeisterten. Den Link solltet ihr euch auf jeden Fall abspeichern, braucht man sicherlich irgendwann. Und nun kommt für mich der größte Blödsinn in der aktuellen Zeit. Wäre eigentlich was fürs Sommerloch oder die saure Gurkenzeit? 4,25 Tonnen mit dem alten Führerschein. Also, wir ganz Alten dürfen als Autofahrer eh über 3,5 Tonnen fahren, aber halt die Jungen nicht. Und jetzt überschlagen sich alle mit Videos und Artikeln, weil die EU beschlossen hat, dass man mit dem Führerschein auch 4,25 Tonnen fahren darf. Also, je, nein, stimmt gar nicht. Was hat sie denn eigentlich beschlossen? Und wer? Sogar ProMobil und das Fernsehen berichten darüber, aber hinterher sind wir alle so schlau wie vorher, denn eigentlich ist noch gar nichts beschlossen. Denn erstens soll es erst beschlossen werden und keiner weiß, ob das dann für die alten Womos und Vans gilt oder vielleicht doch nur für die neue mit alternativen Antrieben, wie es in den ersten Vorschlägen war. Den genauen Bedingungen, die werden erst nach der Neuwahl vom Parlament, vom EU-Parlament, der Kommission und vom Rat festgelegt. Also konkret ist da noch gar nichts. Und noch viel besser, sogar wenn das dann beschlossen wird, also vielleicht 2024 oder auch erst 2025 für die EU, muss es erst nochmal in nationales Recht umgesetzt werden. Ja, und das kann dauern, im Zweifel etliche Jahre. Also lehnt euch einfach zurück, lacht über all die Stammtischdiskussionen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Thema gemeinsam wieder an, wenn der deutsche Gesetzgeber wirklich ganz konkret die Sache beschlossen hat. Da lohnt es sich nicht, noch weiter drüber nachzudenken. Abgesehen davon ist es vielleicht aber gar nicht so verkehrt, nochmal eine Prüfung zu machen, bevor man einen Viertonner durch die Gegend fährt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Jungen, auch wir Alten sollten uns ruhig mal damit auseinandersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Regeln kenne, die man heutzutage pauken muss. Wäre vielleicht mal ganz witzig, so eine Überprüfung für den Führerschein C1 oder C zu machen. Traut ihr euch das zu? Mal ganz ehrlich, ich habe euch jetzt zwei Tests verlinkt, die sind gar nicht so einfach. Versucht mal euer Glück. Ha! Und vielleicht dürft ihr ja morgen dann noch Auto fahren. So, genug geunkt, jetzt seid ihr wieder dran. Was hat euch gefallen oder auch nicht? Schreibt fleißig Kommentare, am liebsten wäre mir auf Womoblog, denn die Kommentare dort werden im Gegensatz zu den Kommentaren auf YouTube auch von den Suchmaschinen gefunden. Wie immer die Frage, habt ihr selbst was erfunden oder verkauft etwas oder findet ein Produkt so toll, dass wir es hier vorstellen sollen, dann meldet euch bei uns. Am besten per Mail an info@womo.blog. Ansonsten kann ich euch schon mal sagen, dass wir nächsten Monat eine Drittstufenstütze haben, übers Trinkwasser reden, eine Vernetzungs-App, um Camper-Freunde zu finden, eine schnelle Bastelei für die Markise und eine neue Diebstahlsicherung und bis dahin sicher auch noch einiges mehr. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Uns macht es auf jeden Fall immer viel Spaß, für euch zu recherchieren. Bis zum nächsten Mal. Hola, Trio! Der Jürgen sagt Tschüss. Winke, winke. Das ist cool. Ja, und der hier ist auch nicht schlecht. Ah, der finde ich auch cool. Und Wales. Wales. Angucken.